ist der König im Fels. Das Sinnbild von Leichtigkeit und Eleganz. Erhaben über Feinde. Der Steinbock. Der König der Alpen. Es ist Frühsommer. Ich bin jetzt schon 3 Wochen alt und spiele mit meinen Freunden im Alpenzoo. Der Tierpfleger nennt uns die Kindergartengruppe. Hier bin ich mit meinem Papa. Und das ist meine Mama. Der Steinbock ist das Symboltier der Berge. Er verkörpert wie sonst kein anderes Tier Freiheit, Rauheit und die Souveränität der Bergwelt schlechthin. Und obwohl ihn die Menschen so bewundern oder vielleicht auch gerade deswegen, wäre er fast ausgestorben. Julia Waldhardt beobachtet die Steinbock-Kolonie auf der Innsbrucker Nordkette für ihre Diplomarbeit. Für sie ist ein guter Tag ein Tag mit einer Steinbock-Sichtung. An sich finde ich Steinbock natürlich ein sehr ästhetisches Tier, ist total schön. Das erste Mal, wo ich wirklich einen alten Bock gesehen habe, war ich total fasziniert eigentlich. Hätte mir auch nie gedacht, dass ich ihn überhaupt einmal sehen werde. Und es ist an sich total schön, da herumzugehen und die Tiere dann direkt neben sich stehen zu sehen. Direkt bei der Fahrt aufs Hafelekar entdeckt Julia 2 junge Böcke. Ein Glückstag für die Studentin und Aufregung bei den Touristen. Man ist einfach erfahrener dann auch mit der Zeit. Man merkt sich gleich sofort, ah ja, da drüben stehen sie öfters oder es ist besser zwischen 7 und 10 raufzukommen, da habe ich eher Chancen, dass ich was sehe, oder zwischen 3 und 5 Uhr wieder am Nachmittag, weil da die Tiere dann hauptsächlich eben herumgehen, also Futter suchen, und in der restlichen Zeit liegen sie meistens irgendwo. Seit 30 Jahren lebt auf der Nordkette eine 50-köpfige Steinbockpopulation. Die Tiere, die wir heute sehen, sind alle erst wieder angesiedelt worden. Sie finden, fotografieren und kartieren, das ist Julias Aufgabe. Der Auftraggeber ist die Innsbrucker Jägerschaft. Das Ziel, herauszufinden, ob die Nordkette auf Dauer die Heimat der kleinen Steinbockherde werden wird. Laut Expertenwissen sagen natürlich viele, es ist ungeeignet da herum. Das, was ich sehe, ist, dass es sehr, wie man sieht, sehr geröllig ist, sehr viel Stein herum ist, sehr felsig ist. Es gibt dazwischen aber immer Wiesen, es gibt auf alle Fälle gute Einstände herum, sonst hätte sich das Steinwild auch nicht da erhalten, also wäre es nicht da herum, sonst wäre es natürlich gleich im Karwendel hinten drinnen. Ich mache ja dann ein Lebensraummodell und sozusagen auf den geologischen und botanischen Faktoren werde ich dann genau eingehen und werde dann wirklich sagen können, wie gut das Gebiet geeignet ist. Indirekt spielen natürlich auch dann die klimatischen Bedingungen auch einen großen Einfluss. Bis zum ersten Schnee will die Studentin hier oben noch fotografieren und kartieren. Und ab und zu auch einfach eine Pause machen. Mir geht's auf jeden Fall gut, auch wenn ich zurzeit im Zoo lebe. Und wenn es was zu fressen gibt, dann sind sowieso alle zufrieden. Ich werde ja zusätzlich 1 Jahr lang gestillt. Ansonsten sind wir alle Wiederkäuer und ernähren uns von Gras, Zwergsträuchern und Moosen. Ein ausgewachsener Steinbock hat keine natürlichen Feinde. Also hat er auch keine Angst und zeigt daher kein Fluchtverhalten. So wird er für Jäger zur leichten Beute.
Doch schon die Klimaschwankungen im 12. und 13. Jahrhundert verhießen für den Steinbock nichts Gutes. Es wurde wärmer und die Menschen bauten die Almwirtschaft aus. Schafe und Ziegen bedienten sich bei der Nahrungsreserve des Wildes. Zu Zeiten Kaiser Maximilians um 1500 gab es in Tirol 7 landesfürstliche Steinbockreviere. Er war ein leidenschaftlicher Jäger, der selbst mit Speer, Armbrust und Netz loszog. Mit Reformen und Einschränkungen versuchte er aber, auch das Steinbild zu schützen. Die Erfindung der Feuerwaffe war dann aber fast das Ende der Steinböcke. Nicht nur die Jagd, auch ein Modetrend der damaligen Zeit wurde dem Steinbock zum Verhängnis. Bei Ferdinand I. und den Erzherzögen war es schick, Wild für die Tiergärten einzufangen. Dabei wurden die ohnehin schon mageren Kolonien extrem geschwächt und auch die Tiere in Gefangenschaft gingen ein. 1712 wurden die letzten 5 erzbischöflichen Jäger für Steinwild entlassen, weil es einfach kein Wild mehr gab. Bis auf eine letzte Kolonie im Austertal waren die Steinböcke in den gesamten Alpen ausgestorben. Diese Kolonie war es dann auch, die 1821 zum ersten Naturschutzgesetz führte, und von hier aus eroberte der Steinbock wieder seine Alpen. Hi, ich bin's wieder, Cornelius. Ich kann jetzt schon Riesensprünge machen. Übrigens, wenn ich groß bin, können meine Hörner bis zu 1,40 Meter lang werden und ich wiege dann über 100 Kilo, so wie der. Die Steinböcke in den Alpen leben zwischen Wald- und Eisgrenze und steigen bis auf 3500 Meter, wie hier auf der Franz-Josefs-Höhe im Nationalpark Hohe Tauern. Der Steinbock war im gesamten Alpenraum bis auf ein kleines Gebiet im jetzigen Nationalpark Gran Paradiso ausgerottet. Und von dort hat es dann im Laufe des letzten Jahrhunderts beginnend Wiederansiedlungen gegeben. Und da in den Tauern war die erste Aussetzung in Heiligenblut in den 60er Jahren. Und ein bisschen später ist dann Karls gefolgt und auch in anderen Gebieten weitere Aussetzungen. Und jetzt ist eben die Gesamtpopulation von rund 1100 Stück wieder in den Tauern vorhanden. Um die Wege der Tiere zu kontrollieren, wurden einige mit speziellen Sendern ausgestattet. Über Satelliten lassen sich dadurch die Steinböcke genau verfolgen, sogar vom Büro aus. Es ist so, dass sie bestätigt, dass die Tiere sehr weit wandern. Also als Beispiel der Bock Rupert, wir haben ihn so getauft, hat zum Beispiel vor der Brunft einmal eine Wanderung von mehreren hundert Kilometern zurückgelegt, innerhalb von 3 Wochen. Also da kriegt man schon ein bisschen ein Gefühl, welche Distanzen diese Tiere überbrücken können. Und die Sender geben auch Aufschluss über die Tagesaktivitäten. Am Abend haben wir die Steinböcke gesehen und am Morgen waren sie nicht mehr hier. Und jetzt wissen wir warum, weil eben eine Aktivitätsspitze wirklich um zwischen 2 und 4 Uhr in der Früh ist. Und da wandern sie und da sind sie wahrscheinlich dann nicht mehr am gleichen Platz. Eine Steinbockherde besteht entweder aus 10 bis 20 Weibchen mit ihren Kitzen oder aus einer reinen Junggesellenherde. In der Fortpflanzungszeit, also von Dezember bis Jänner, suchen die Böcke die Weibchen auf und versuchen, die Herde zu kontrollieren. In dieser Zeit kommt es zu Kämpfen. Über den Winter bleibt der Bock bei der Herde und verlässt sie im Frühjahr. Im Mai und Juni kommen dann die Jungen zur Welt. Komisch, was die Erwachsenen da tun. Der Tierpfleger nennt das Brunft. Unsere Böcke wollen damit die Geißen beeindrucken. Ich werde sowas bestimmt nie machen.
Mythische und heilende Kräfte wurden dem Steinbock schon seit jeher nachgesagt. Schon der Ötzi führte 3000 vor Christus Steinbock, Fleisch und Knochen mit sich. Bei Nachgrabungen 1992 hat man auch noch Steinbock-Gehörn gefunden. Dieses Werkzeug ist aus dem Fußknochen des Tieres geschnitten und wurde wahrscheinlich erst bei der Bergung geknickt. Mit ihm konnte Ötzi sehr feine Löcher stechen, zum Beispiel in Leder. Er hätte es aber auch zum Tätowieren verwenden können. Das Amulett ist sicher etwas, was in Richtung Übelabwehr zu interpretieren ist. Und die anderen Stücke wird man wohl zum Verzehr genommen haben, weil man weiß ja, dass er eben Steinbockfleisch also mitgenommen hat, und das wäre eine durchaus passible Erklärung. Auch später glaubte man in der Volksmedizin an die übernatürlichen Heilkräfte des Steinbockes. Es galt in Tirol als kostbares Universalheilmittel gegen alle Krankheiten. Die Apotheke von Andreas Winkler in Innsbruck ist seit 1578 in Familienbesitz. Hier finden sich wahre Schätze. Das ist jetzt ein Behälter aus dem 17. Jahrhundert mit dem Blut, dem getrockneten Blut eines Steinbocks. Steinbockblut wurde ähnlich wie Geißblut, wie Bockblut verwendet. Bei Steinleiden, also bei Blasensteinen zum Beispiel, da wurde das in einer Zubereitung dann weiter pulverisiert, verabreicht, und der Patient musste danach in ein warmes Bad, und nach 3 Tagen sollte der Stein dann abgehen, oder der Grieß in dem Fall. Das ist also Steinbock.